jetzt nochmal eine Location. Das Altenheim. Den Eingang haben wir schon gefunden. Es ist aber sehr gefährlich. Also ich schwenke mal, was ihr das mal im Hintergrund sehen könnt. Das ist das Altenheim. Und da werden wir jetzt mal reingehen. So, dann werde ich mal die Kamera umstellen. Sehr randaliert, alles kaputt geschlagen, so wie man hier sehen kann. Steht hier. Thank you.
sein. Thank you.
gehen. Das könnten die WC- und Duschräume gewesen sein. So wie man hier sieht. Hier WC.
dann die Gästenzimmer oder die Zimmer von den älteren Leuten. Und jeweils mit einem Balkon. Man hier sehen kann. So, dann werden wir mal weitergehen. Zimmer. Ich denke, was die immer dasselbe sind. Hier hat das Bett gestanden. Hier ist der Eingang. Hier ist wieder das WC. Leider zerstört. Innenhof. Schwenken wir mal. Bisschen hoch. Bisschen zurück. So, ich hätte mal gesagt, wir gehen hier die Treppen jetzt mal hoch. Am besten renne ich mal hoch, weil ich was Neues habe heute zum Filmen und ausprobieren. Mal gucken, wenn das wackelt. Also das ist ein Innenhof mit einer Etage. Das war mal ein Brunnen. Wasserschlauch. Dann jeweils die Zimmer. Die Zimmer sind immer dasselbe. Hier der Balkon zum Zimmer. Ihr seht, überall zugemacht mit Baugitter. Aber da sind überall Löcher, also der kommt überall gut rein. So, dann werden wir mal weitergehen. Einmal schwenken langsam. Überall dieselben Zimmer. Alles sehr kaputt geschlagen, rausgerissen. Alles hier. Da geht es dann auch noch mal hoch. Laufen wir mal dahinter und gehen dann hoch. Thank you.
Bad. Toilette. Thank you.
so ein Ding. Ich denke, das ist für Rollstühle. Links, und dann können wir schon mal das Dach sehen. Thank you.
Speicher. Aber da muss meine Frau mal halten und mich für mich da hochgeben. Ist überall dasselbe, wie man hier sehen kann, auch von den Treppen her. Nochmal eine alte Lampe. Sind
Spot hier rum.
rausgegangen.
Tisch. Thank you.
Krücke.
jeden Fall hört man ja, wie ich schnauf. Es geht sehr steil nach oben. Hier dazu zum Altersheim, was hier vielleicht mal Tauben oder so gehalten haben. Das war ja früher so üblich.